After Dark mit mir und Dead Space, dem Spiel, das das Horrorgenre zumindest neu wiederbelebt hat. Wiederbelebt auf vielfältige Arten. Zum einen war es ziemlich ausgestorben in diesem Moment, als Dead Space 1 rauskam. Und zum anderen geht es um wiederbelebte, mutierende, nicht mehr als Menschen zu identifizierende Ex-Menschen, die mir ans Leder wollen. Und zwar an mein Weltraumleder, denn ich habe so einen wunderschönen Anzug an, denn ich bin eigentlich ein Engineer. Und eigentlich ist das mal so eine Art Arbeitsanzug. Aber hier wird es zu meinem Schutzanzug, denn die Viecher wollen, die würden mir direkt in die Augen kriechen, wenn ich nicht diesen wunderschönen Helm anhätte. Und wenn ihr die letzten Teile verpasst habt, ist nicht schlimm, denn bei diesem Spiel wiederholt sich vieles oder wird beziehungsweise immer schlimmer. Es ist mehr so ein Staccato aus immer schlimmer anschwellendem Teufelsgesang. Und ein Raum ist schlimmer als der nächste. Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit, gut, dass wir das geklärt haben. Hier kann ich mit meiner Chinese Dinge anziehen, kann sie aber dann auch, weil wir hier keine Schwerkraft haben, einfach wieder fahren lassen. Schön einfahren lassen, ne? Das haben wir gern. Achtung, so. Was habt ihr denn gedacht? Oh, da kann ich gar nicht lang, weil da ist leider Klumpi. Klumpi, das Riesenmonster, hat sich hier niedergelassen. Das ist wahrscheinlich ein Teil seines Körpers. Das Monster, oder die Monster, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Stränge, mehr oder weniger. Einfach so Muskeln, Monstermuskeln, die sich hier durch die Räume ziehen. Werden auch immer mehr. Oh, shit. Und verändern ihre Wirte mit zunehmender Ekligkeit. Oh, Moment, das ist wichtig. Hier ist doch direkt noch für mich ein... Oh, ich sehe gerade, da ist ganz fieses Tearing. Heißt es Tearing oder Tearing? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich weiß, es muss aufhören. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz. Nehmt euch mit mir die Zeit dafür. Es wird sich lohnen in die Grafik. Und da mache ich V-Sync aus. Das hat mir zumindest ein Zuschauer letztes Mal geraten. Das Interessante ist wirklich, je nachdem, was für ein Spiel es ist, bewirkt V-Sync immer was anderes. Zumindest mit unserer Technik. Mal ist an richtig, mal ist aus richtig. Mal ruckelt es bei an, mal tiert es bei aus. Ich kann es mir nicht erklären. Aber jetzt hat es ja funktioniert. Jetzt muss ich nur noch ins Spiel kommen. Wie kann man nochmal... So, Y. So kann man sich abstoßen. Und ich will nur arbeiten. Aber die Monster sind in der Monstergewerkschaft und finden es überhaupt nicht cool, dass ich Streikbrecher bin. Weil die sind eigentlich dafür, dass hier keiner mehr arbeitet, sondern sich alle der großen Mutation anschließen. Hui, dafür schieße ich dich bis hinten an die Wand. Viel Spaß. Dreh dich. Toll, hä? Kunst. Ja, jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich diesen Kram hier. Das wird nicht klappen. Warum nicht? Weil ich das vorher verlangsamen muss. Das wird ja auch mir jetzt gerade gesagt. Ich habe aber leider keine Stase im Moment. Das ist hinten der kleine Kreis an meinem Rücken. Und deswegen muss ich jetzt erstmal hier einen Pult suchen, an dem man seine Stase... Das wird übrigens hier ein richtig schönes Rätsel gleich mit guter Action. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt suche ich hier irgendwo einfach so ein Pult, das mir diese Energie gibt, die ich so gerne hätte. Hier ist zu. Ja. Ah ne, da komme ich her. Ich weiß, hier ist irgendwo eins. Ich nehme an, ich könnte natürlich auch ein Item benutzen, was ich habe. Will ich aber nicht, weil das kostet mich wieder Geld. Denn ich kann die Items auch alle verkaufen und mir davon dann neuen Kram kaufen. Und das würde ich gerne machen, deswegen muss ich warten. Und suchen. Das ist aber schon ungewöhnlich. Eigentlich, ich habe den Level nicht mehr so genau im Kopf, aber irgendwo hier müsste doch was sein. Vielleicht hier noch irgendwo. Nee, auch nicht. Wenn ich jetzt gleich nichts finde, werde ich nochmal in meinem Inventory gucken, ob ich nicht doch mein Item benutze. Moment, war da gerade was? Nee. Das ist ja ungewöhnlich. Die Aufzüge kann ich jetzt auch noch nicht benutzen. Ist vielleicht vor dem Eingang irgendwo was? Ich bin ja eben von oben gekommen. Vielleicht liegt irgendwo oben noch was. Da! Mann! Da muss ich genau falsch dran vorbeigelaufen sein. Nee, ist nur Sauerstoff. Wenn man mal was braucht. Gut,
Ist egal. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Item im Inventar. Genau, den Stasepack. So, jetzt muss ich aber aufpassen, da ich den ja nicht endlos habe, sozusagen, muss ich aufpassen, wann ich den einsetze. So. Na, ziehen? Nein, nicht das! Nicht das Ding! Oh, das ist doch unfair! Das habt ihr doch extra gemacht! Das ist doch eine Verschwörung der kommerziellen Stase-Vereinigung. Damit ich noch mehr von dem Zeug benutze. So, das hat geklappt. Frechheit. Ich bin empört. Ich wette, diese Geräusche deuten auf Monster hin. Die wiederum hinter mir lauern und nur darauf warten, mir Körperteile abzubeißen und durch eigene zu ersetzen. Nicht mit mir! Nicht mit Spaceman! So, das funktioniert nicht alles. Man kann nicht alles miteinander kombinieren. But you can try. Ach ja. Heute ist einer dieser Tage, sage ich euch. Einer dieser Tage, wo man denkt, warum bin ich nicht einfach im Bett geblieben? Und die Antwort ist klar, zumindest bei mir, weil die den Besprechungsraum brauchen. Wundervoll. Eigentlich müsste jetzt alles Wichtige erledigt sein. Gleich mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, die beiden Energiebohrer sind am Bohren. Und das waren sie auch. Mehr ist da nicht. Okay. Gehen denn jetzt die Aufzüge? Nein. Okay, dann mache ich eben noch mal ein bisschen mein GPS an. Wo ist es denn? Was? Wo? Wohin jetzt? Rechts lang? Ach, da steht ja auch noch hier oben. Kupplung aktiviert. Bitte Konsole aktivieren. Gut. Die wird ja irgendwo hier sein. Ist es die? Ist es die da oben? Ja. Das ist sie wohl. Kann ich mich hier irgendwie... Wie kann ich mich hier hin... Ich versuche gerade einen Ort zu finden. Ja. An dem ich Halt finde. Suchen wir das nicht alle? Einen Ort, an dem wir Halt finden? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich wird mit planetarer Kraft wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Wunderbar. Die Zentrifuge zentrifugiert und wir haben deshalb... Oh, scheiße! Haben deshalb keine Luft mehr. Aber dafür haben wir jetzt hier den Stasebehälter endlich gefunden, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich muss... Oh, oh, oh. Bin ich direkt gestorben? Bin ich direkt in die Zentrifuge reingerannt? Ich wusste, dass sie da kommt. Ich wusste, was passiert. Es hat mich nicht interessiert. Und dafür habe ich mit meinem Leben bezahlt. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht reinlaufe. Und dann muss ich ganz dringend auf meinen Lufthaushalt achten und zwei Räume weiter Luft holen. Ich glaube, die kann man auch nicht abbremsen mit meinen Stase-Fähigkeiten. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt sterbe, werden wir wissen, muss wohl doch irgendwie anders gehen. Mann, doch nicht jetzt! Spitzt du? Spitzt du? Du Arschloch! Du Spacko! Mann, da haut er mich original mit dem Audiolog an. Jetzt gerade, mitten im wichtigsten Moment meines Lebens. Meines schnell endenden, kurzen Lebens. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Oh, jetzt renne ich rechts rum. Oh, nicht gut. Rechts rum und dann in die Lücke rein. Toll. Das ist ein toller Moment, finde ich. Wie dieses wuchtige, massive Ding an einem vorbei eiert. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%.
Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Hier ist jetzt schon der Part, wo man... Oh nein. Wo man durchaus... auf mehr Luft angewiesen wäre. Aber es ist, wie ich schon oft erzählt habe, genau so abgetimt, dass man es auch mit minimalem Luftvorrat schaffen kann. Schlimmer sind eher hier die Viecher, die einem den Weg schwerer machen, als er eigentlich nötig ist. Muss ich da hoch? Ich hoffe ja. Ich wollte ja eigentlich zu dem Sauerstofftank. Aber vielleicht geht es ja auch so. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber vielleicht geht es ja so auch. Jetzt gehe ich nämlich in den anderen Raum wieder zurück. Da müsste dann eigentlich wieder Luft sein. Komm jetzt! Luft, Junge! Ah, okay, das hat hingehauen. War jetzt nicht optimal, kriegen wir aber nochmal besser hin. Eintritt Vakuum. Shit, 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 das ist schon wieder falsch. Ah! So eine Scheiße. Das war nicht cool von dem Spiel. Mich so auflaufen zu lassen. Ja. Man hat ja hier wohl gespeichert jetzt. Das heißt, die Zentrifuge ist schon an. Sehr angenehme Speicherpunkte überall hier. Okay, na, hier war ich ja eben schon. Ups, so. Auch schön ist die gedämpfte Akustik. Sehr atmosphärisch. Okay, jetzt wird aber... Ob ich da hinkomme? Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, dass ich das schaffe. Das kann nur falsch sein. Vielleicht muss ich doch links rum. Ist egal. Ich habe noch einen. Irgendwo habe ich immer noch einen. Komm. Bring mich einfach. Führ mich zum Anfang. Und ich mach's nochmal. Eintritt Vakuum. Okay, gleich. Ich hätte einfach. Ach, natürlich. Ja, ich bin ja auch falsch gelaufen. Deswegen klappt das jetzt nicht. Kurz nochmal warten, dann laufe ich wieder links rum. Immerhin brauche ich jetzt keine Gegner mehr. Was? Wo kommst du denn her, Gegner? Was? Hast du mich gehört? Wie kommst du denn jetzt hier hin? Hoffentlich kriegt das Ding ihn. Da ist auch der Sau... Oh, es hat ihn wirklich erwischt. Ah. Diesmal schaffe ich es. Nein! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch einfach nicht dein Ernst sein. Jetzt habe ich schon wieder den falschen Gang gewählt. Aber wenn ich eben rechts gelaufen bin, der Chat hat gesagt, ich soll rechts laufen. Ich hab's versucht. Es hat nicht hingehauen. Also was genau ist hier falsch? Und wegen dieser Klumperei da unten kann ich auch nicht schnell laufen. Oh Gott, er kommt, ich kann's schon wieder hören. So, jetzt guck ich mal in den Chat. Simon hat einen Orientierungssinn wie ein Fisch mit Alzheimer. Na gut, das hilft mir nicht wirklich. Muss ich denn überhaupt zurück? Also, muss ich denn überhaupt da wieder rein? Na, ich muss da rein. Da gibt es ja einen Ausgang. Nein, ich muss da gar nicht lang. Oh, das hätte mir auch mal einer sagen können, ihr Vollidioten, ihr. Nein, ich glaube, das war schon mein Fehler. Irgendwo war das sicher mein Fehler. Und ich folge... Oh, 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 wow, 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 wow. Hallo, Mr. Riesenarm.
So war das aber nicht abgesprochen. Oh Gott, jetzt muss ich auf die kleinen gelben Eiterknubbel schön den Herpes ausschießen. Oh. Ich wusste, dass er irgendwann kommt. Ich wusste nicht mehr genau, wann er kommt. Hier liegen auch schon Leute, denen es anders ergangen ist. Oh, und sogar... Ach komm, ich lass doch den Halbleiter jetzt hier nicht liegen. Was glaubst du denn, wie ich drauf bin? So, ich brauche dringend mal mehr Platz. Anzüge mit mehr Platz. So, oh, da sind wir schon wieder an einem der wichtigen Werbeknotenpunkte angelangt, die wir brauchen hier für unsere Präsentation des Spiels Dead Space in der Rubrik After Dark, yada yada, bla bla bla. Gleich sehen wir uns wieder hier. Haut euch die Werbung rein oder macht irgendwas anderes in einer sehr kurzen Zeit. Ihr habt maximal 1 Minute 30. Mal gucken, was ihr alles in der Zeit erledigen könnt. Mir würden da wenige Sachen einfallen. Also bleibt einfach vor dem Rechner und dann sehen wir uns hier wieder mit Dead Space und mir, der wahrscheinlich noch einige Male sterben wird, bevor wir das Ende des heutigen Tages erreicht haben.